Hallo zusammen, heute gehen wir in ein wildes Tal im Puschlach. Hier mitten im Wald. Ross. Wir sind viel mehr geil. Das ist der Fritzli. Wichtige Proteinquelle. Nehmen wir ihn mit und essen ihn heute Abend. Jetzt kommen wir hier zu einer schönen Seenlandschaft. Können wir sogar baden? Vielleicht ist es auch mal rastig. Scheiße, eiskalt. Also baden könnte man da nicht unbedingt. Nein. Und das Wasser einfach so aus dem Felsen raus. Es lichtet sich nur noch wenige Meter. Und da ist in einer ganzen Pracht der Lac des Asensio. Juhu! Ah, Scheiße! Jetzt geht es weiter bergwärts. Es ist heiß, der Weg ist noch weit. Mal schauen, ob wir das überleben. Wieder so ein kleines Waldseeli mit Inseli. Der Wald lichtet sich. Jetzt kommen wir langsam in die hochalpine Zone. Mal schauen, wie hoch wir da noch gehen. So, jetzt sehen wir das Ziel vor Augen. Das kleine Seeli dort unten. Wir haben jetzt einen Bivouac-Platz gefunden und brauchen jetzt ein bisschen Holz. Wir machen ein Risotto. Mit einem rechten Bastkräfter packt seine Zwiebeln mit der Grenzforce Outdoor-Axt. So, jetzt bräuchten wir hier Öl und Speck an. Wir haben jetzt schon Hunger, schmeckt gut. Der Risotto brutzelt. Nein! Das Risotto ist fertig. Der Fritzli ist auch eingekocht. Guten Morgen miteinander. Die Sonne ist aufgegangen. Wir laufen jetzt hier über so einen Steg auf ein einsames Inseli. Mal schauen, was uns dort erwartet. Wir sind am Ziel bei unserer Bündnerlandtour angekommen. Der Kräutergarten von der Ruine Belfort. Mal schauen, was da alles hat. Ciao zusammen! Ja! Scheiße!